Der Typ, den, wenn wir erwischen, Alter, gibt's aufs Maul. Flucht aus der Stadt. September, 2:34 Uhr, Westor RPD. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit einem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, jetzt Carlos Time. Behalte einen klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Ja, Friedhof kommt gut hin, Bro. Was, der konnte noch reden? Ah, jetzt habt ihr mal gesehen, wie der Marvin infected wurde. Ex-Sternchen. ID-Card. Brad Vickers. Das könnte nützlich sein. Oh, jetzt wird's spaßig. Kennt ihr euch? Ist mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Okay, in der Kiste ist schon mal nichts. Was denn? Ich weiß schon, wo das ist. Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Das ist irgendwie wichtig, weil? Sei vorsichtig. Ja, du auch, Mann. Alright. Lass uns erstmal umgucken hier. Also das ist ja hier, kommt der bei Res. So, wir schauen uns mal um, was wir hier so finden. Ah ja. Alles abgedeckt haben hier. So geil. So ein geiles Feeling jetzt hier zu sein. Was ja eigentlich quasi bedeutet, dass ich jetzt eigentlich mal ein bisschen meine Ruhe haben müsste von dem Typen. Weil, der ist ja nur hinter Stars Members her und ich bin kein Stars Member. Aber ich hoffe jetzt nicht, weil ich dem anderen seine Karte habe, dass er mir deswegen auf den Sack geht. Was? Ah, ist das geil. Ich liebe dieses Polizeirevier. Es ist einfach Museumsmischung. Das ist meine seltsame Tür. Sie, wir sind wegen Bart hier. Ja, ich bin gleich am Start. Ich wollte mich hier nochmal umgucken, Kollege. Munition und Healing Stuff und so können wir immer brauchen. So. Was liegt da? Okay, was haben wir denn hier? Sicherheitsrichtlinie zu ID-Karten. Jedes Mitglied der Truppe wird eine ID-Karte ausgeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Leihen Sie diese Karte nicht aus und verwahren Sie sie sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. RPD-Gebäudemanagement. Alright. Das heißt, wir können hier die Karte benutzen oder was? Jawohl. Sturmgewehrmunition, 16 Schuss.
durchgeladen ist. Okay. Ich mag schon, ob hier schon so Licker und sowas am Start sind oder eher nur so normale Zombies. Ach. Ah. Licker-Time. Du darfst jetzt mal ganz cool bleiben, Alter. Leute, Licker, wenn ihr am Start habt. Die scheiß Viecher ziehen so hart. Sweet. Oh nein. Oh, der Typ hat am Rohr gelutscht. Der Typ, Alter. Bruder muss los. Bin extrem vorsichtig. Keine Ahnung, was kommt, deswegen bin ich hier ein bisschen easy. Ist schon wieder weg. Sicher? Okay, geht wieder los. Da war er. Habt ihr ihn gesehen? Feierabend. Nice, 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 nice. Okay, die alte habe ich. Oh! Ab! Alter, das ist doch eine. Scheiße, ey. Der hat mich erschrocken, Mann. Also, da kriegst du einen Hit ab, dann ist schon so gut wie Feierabend. Das ist auch schon ein bisschen übel. Bist du da? Das ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Du wärst ein bisschen Support, Mann. Oder muss los. War ziemlich heftig. Hier mal umsteigen, waffentechnisch. Ist verschlossen. Hier auch? Nee, das war mir klar. So, schauen wir, was hier drin ist. Sie-Fernrohr. Es ist zwar bei mir komplett useless, aber okay. September, Festnahmebericht.
Name Rodney Gray, arbeitslos, ehemals Elektriker. Illegale Herstellung und oder Besitzer von Sprengstoff. Schilderung. Der Verdächtige wurde beobachtet, wie er sich am 18. September 98 nahe Box Street 1442 auffällig verhielt. Der Verdächtige wurde einer Leibesvisitation unterzogen. Es wurde ein kleiner Sprengsatz sowie ein Zeitzünder in der Innentasche gefunden, was zur Festnahme mit dem obigen Tatverdacht führte. Bei einer Hausdurchsuchung der Bleibe des Verdächtigen wurden 20 weitere selbstgebaute Sprengsätze in verschiedenen Stadien der Fertigstellung gefunden. Der Verdächtige war extrem agitiert und nicht bei vollem Verstand. Er sprach fieberhaft, als die Befragung begann. Einmal musste die Befragung wegen eines plötzlichen Kreischens des Verdächtigen unterbrochen werden. Als die Befragung wieder aufgenommen wurde, machte der Verdächtige folgende Aussage: Ich hab's nicht für mich gemacht, sondern für euch. Warum kapiert das niemand? Die Leichen greifen aus der Dunkelheit an. Ein Sturm zieht auf, aber der Regenschirm taugt nichts. Man muss ihn in die Luft jagen oder ihr werdet mehr als nur nass. Wir brauchen mehr Bomben. Sie kommen sehr bald schon, müssen uns beeilen. Verbrennt sie, verbrennt die Leichen, verbrennt sie gut. Während der Befragung begann der Verdächtige sich heftig zu schütteln und setzte dann seinen Schreianfall fort. Die Befragung wurde beendet und ihm wurde ein Beruhigungsmittel verabreicht. Notiz: Aufgrund des instabilen psychischen Zustand des Verdächtigen änderte sich eine Aussage von Moment zu Moment. Sein Delirium machte jeden Dialog unmöglich. Wir warten derzeit auf die Ergebnisse einer ärztlichen Untersuchung seines Zustandes. Die Sprengsätze von seiner Person und seiner Bleibe scheinen extrem kraftvoll. Als Sicherheitsvorkehrung wurde bei der Beweisaufnahme die Batterie eines Zünders entfernt. Die Batterie wird im Schließfächerraum verwahrt. Westdrucker, vernehmender Beamter. Wir schauen mal hier. Okay, hier gibt es noch ein bisschen was. Ah ja. Okay. Mich jetzt auch gewundert. Ich denke mal, die Tür ist zu. Yep. So wird man wieder zum anderen Hannes zurückkommen. Das war so klar. Servus. Spinnt keine Ahnung mehr, Alter. Die Kombi, die steht. Ach, ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich ist es so ein Gimmick aus Resident Evil 2, wenn du Resident Evil 2 gezockt hast, dass du das dann lösen kannst. Okay, Leute, weiter geht's. Guter Oldschool Resident Evil Sound gerade. Feierabend oder wie? Bruder. Boom, Motherfucker. Na, Carlos hat harte Zeit, Mann. Hier wäre ich ja wegen vorsichtig. Ganz schön krank, Kopf zu erschießen. Gehört dazu, Mann. Das sind keine Cops mehr, das sind Tote. Oh yeah. Internes Memo. Also, 959 Link, 9157. Wir fangen mit links an. Wir gehen nochmal zurück. Also doch kein Gimmick. Jawohl. Ja. Ich hoffe, ich habe dann das mit der Jill auch, das Teil. Hier ist noch was in dem Raum, oder was? Aha. Dann müssen wir uns doch noch mal ein bisschen umgucken, Kollegen. Ja, ey, die Spinde hast du vergessen, du Kackvogel. Jetzt dürfte es aber hier sein. Hä, was ist das? Ja, ist die.
Dunkelkammer. Da race man jetzt mal schnell rüber. Ist halt so geil, dass du halt jetzt hier im alten Resident Evil 2 Haus Revier am Start bist. Ah, auch spinnt. Sehr schön. Kamera, Kiste, alles Licht. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Kann ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Was? Wir sind nicht in so. Da gibt es auch so ein Horror-Game, also ein japanisches, das echt geil ist. Also hoch darf ich jetzt nicht, oder was? Geh erstmal hoch. Bleib liegen, Bruder. Aber jetzt ist Feierabend. Na, schau, wollen sie mich schon wieder verarschen. Du denkst da, dass ich behämmert bin, oder? Okay, der ist tatsächlich tot. Kann das sein, dass das Cap war? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee. Dann war es DCM? Alter, ich weiß es nicht. Tatsächlich, Alter. Gut, dass ich Resident Evil 2 gezockt habe, meine Freunde. Hier ist eigentlich eine Tür, aber... Ah, okay, die kommt wahrscheinlich erst hinten. Also Capcom, ich muss hier euch ein Riesenkompliment machen. Also mich flasht das Game mega. Ich danke euch für dieses Remake. Es ist Baller. Zombies und so? Nachricht an einen Freund. Hector, wenn du das liest, ich bin bereits tot. Geile Nachricht. Wenn du irgendwelche Geräusche aus dem Spind hörst, mach ihn nicht auf, bitte. Während du auf Patrouille warst, habe ich mich darauf konzentriert, einen Weg zur anderen Seite zu finden. Ich glaube, dass Sprengstoff unsere beste Chance ist. Ich konnte einen Sprengsatz an die Wand anbringen, aber wir haben keine Batterie für den Zünder. Ich glaube, ich habe letzte Woche zum Schießfächerraum geschickt. Wir brauchen diese Batterie, wenn wir durch diese Wand wollen. Also ich bin nach oben dich suchen, weil ich weiß, dass du den Schießfächerraum Schlüssel hast. Gerade als ich aus dem Duschraum rausgekommen bin, wurde ich angegriffen. Einer von denen hat mich gebissen. Ich habe die Wunde ausgewaschen, aber mir geht's immer schlechter. Ich muss dir wohl nicht erklären, warum du den Spind auf keinen Fall aufmachen darfst. Bitte mach dir keine Sorgen um mich, mach einfach was das... Du selbst so schnell wie möglich hier rauskommst. Dein Kumpel Wes, PS, mach dir keine Gedanken wegen der $600, die ich dir geliehen habe. Betrachte sie als Geschenk an. Viel Glück, Kumpel. Also, ich weiß, dass in diesem Spind, da war einer drin. Ich glaube, es ist... Du bist ein Feigling. Kann das hier Cap gewesen sein? Bestimmt, Alter. Jetzt kommt irgendein Zombie, Alter. Junge? Blendgranate am Start. Alles klar. Bin jetzt aber mal vorsichtig, weil ich glaube, auf dem Weg zurück könnte jetzt rein theoretisch der Licker kommen. Ganz vorsichtig, Leute. Ihr müsst hier sofort Stoff nehmen, die Viecher...
Holy fuck. Puh. Zwei Hits und du bist halt zweimal fast down. Ist halt schon übel. Holy fuck! Alter! Ihr seid solche Hurensöhne, Capcom. Alter, was mich jetzt schon wieder zusammengezuckt bin. Junge, ich hab dir auf deine Birne geschossen. Jetzt verreck endlich. The fuck? Okay. 109, kann ich das überhaupt aufmachen? Ich brauch doch da eigentlich die Tasten. Zum Beispiel Handgranate. Kann ich ganz gut brauchen gegen so einen Licker. Komm zu Papa. 104 und 106 braucht man. Sehr schön. Batterie, ganz wichtig. So, was braucht man hier jetzt? 203, 208, wenn es überhaupt geht. Ich glaube nämlich nicht, dass das geht. Ich habe keine Zweier-Taste, ja. Ich habe keine Ahnung, wo der Motherfucker ist. Alter. Müsst extrem euch lang... Alter, und ich schmeiß halt instant die Granite. Bin auch so ein Opfer. Voll der Paniktyp, Mann. Na, wenigstens der Zombie down. Das war jetzt so richtig Schmutz. Alter, ist das ekelhaft? Aber es ist geil gemacht. Ich hasse Licker. Die sind so übel und ziehen so viel ab. Ich weiß gar nicht, ob gegen diese blinden Viecher wie Licker eine Blendgranate überhaupt viel Sinn macht. Wahrscheinlich nicht. Aber das werde ich dann jetzt gleich merken. Oh, ist schon intens, Leute. Ist schon intens. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komme zu dir. Ah, ein bisschen Support könnte ich echt brauchen. So, das kombinieren wir miteinander und jetzt den Zünder reinhauen. Schnell weg. 3 Sekunden Timer, Alter.
Oh Mann, mein Alter! Scheiße, hat mich, bin ich wieder erschrocken, Mann. Scheiße, das wird so geil in dem Let's Play. Die lachen sich Leute in den Arsch ab, Mann. Was, schon wieder? Was geht denn jetzt ab? Ach, fuck! Hau ab, du Hurensohn! Boah, jetzt wird's hier echt eng, Alter. Fuck. Los, raus hier, Alter. War bei ihm am Start. Ey, Alter. Alter, nicht dein Ernst. Verpiss dich jetzt. Ohne Scheiß. Alter, war das intens. Alter, hat's mich einmal gerissen. Fuck this shit. Ihr wisst alle, wer hier eigentlich kommt. Alter. Geh rein! Oh mein Gott! Gott, war das intens! Dr. Barth. Servus! Sorge, wir holen Sie da raus. Wo sind Sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schicke einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Die Stars. Apidi ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Einfach aufgelegt. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Okay. Hast du vielleicht noch Munition für mich? Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Okay, gut zu wissen. Die Kiste, glaube ich, habe ich gar nichts rein, oder? Nö. Haben wir hier einen Bericht. Bericht über den Villenzwischenfall. Ah, also Resident Evil 1. Dieser bizarre Vorfall eilte sich in der einer Villa der Umbrella Corporation in Arklaybergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Uhr entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen. Aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und in die Ereignisse der nahegelegenen Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa. Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren 5 Mitglieder von Stars. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückführen. Das T-Virus, das in diesem Experiment verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wird angenommen, dass die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Doch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig macht. So, was sind denn die 5 Stars-Mitglieder? Das ist der Chris, die Jill, der Barry, die Rebecca und der Brad. Und eigentlich ja der Wesker. Aber der Wesker, ich weiß nicht, ob der so wirklich dazu zählt.
Servus, Alter. Ich glaube, wir müssen mehr Blendgranaten benutzen. Ah. Das wird Ammunition oder was? So, den Bladenschlüssel kann ich eigentlich auch in die Kiste schmeißen. Aber den brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. Das Ding schauen wir auch nicht mehr. Läuft. Okay, Alter. Ist hier noch irgendwas anderes zu finden? Hier ist noch ein Rechner. Aber ansonsten finde ich jetzt hier eigentlich nichts. Zumindest nicht hier. Okay, hier habe ich, glaube ich, alles abgegrast. Da hinten vielleicht, das ist doch so ein Funkgerät oder sowas hier, oder? Da habe ich das Heilspray her. Zack, zack, zack. Weird. Ah, da. Ist das Jill da vorne? Jo. Das ist ja eigentlich ein Wesker sein Büro. Kann das sein? Kann ich rausgehen? Ja, was ist? Ah, also ich musste rausgehen. Jemand verletzt? Jill? Oh, Scheiße. Halt, was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Bruder muss los.